So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Gekauft und Getestet. Ich habe wieder mein Badezimmer geplündert und zeige euch jetzt, was ich da so aufgebraucht habe. Nicht aufgebraucht habe, was ich getestet habe und wo ich euch schon eine Meinung zu sagen kann. Meine Güte. Ja, das habt ihr schon, also treue, lange Zuschauer von mir haben das schon mal gesehen. Das ist von TG Bad Hat Small Talk. Ja, ich stehe ja schon auf, für meine Locken stehe ich ja schon auf TG-Produkte, muss ich ja sagen. Mittlerweile sind die bei Amazon ja auch erschwinglich, würde ich behaupten. Ich kaufe die auch sehr gerne im Kleiderkreisel, die Sachen. Und das hier ist halt eigentlich eine, ja, wie nennen die das, eine definierende Anti-Frizz-Lotion. Ich benutze die aber als Lockencreme und tue da halt was rein und dann halt mit dem Diffuser und dann sind die Locken so wie jetzt, weil ich habe es auch heute wieder verwendet. Es duftet total nach... Nach diesen, aus der Kindheit, ich bin 1984 geboren und das Kindheit bedeutet für mich jetzt in den 90ern, ne? Und nicht in den 90ern. Und meine kleine Schwester ist immer so süß, die sagt immer so, ja, ich kenne doch auch die 90er. Ja, Laura, du bist in den 90ern geboren, aber ich glaube nicht, dass man als Zweijährige weiß, was in den 90ern abging. So, ne? Also ich sag mal, wir 80er-Kinder hatten die Jugend in den 90ern, ne? So, und oder auch die Teenie-mäßig, dass die Teenie-Zeit, so. Und als Teenager und heranwachsendes Kind habe ich mal am Kiosk diese Spaghetti-Kaugummis, die waren einfach rosa und einfach nur Spaghettis drin, habe ich immer gekaut und gekauft. Ja, und genau so riecht das. Warum erzähle ich euch das jetzt schon zum dritten Mal in den Jahren, seitdem ich YouTube mache? Ja, es kommen auch immer wieder neue Besucher, Zuschauer hier rein und deswegen sage ich auch immer wieder zu den Produkten, die All-Time-Favorite von mir sind, sage ich auch immer noch was. Weil ich finde das wichtig, ich mag das halt auch bei anderen. Klar, und wenn man nicht, man muss ja damit rechnen, dass man wächst irgendwo und ne? Dass man dann halt doppelt und dreifach was erzählen muss. So, jetzt habe ich von Essence Express Eye Makeup Remover. Jetzt werdet ihr denken, Alter, da ist überhaupt nichts raus. Ja, so hier, ne, so sieht das aus. Ich habe das im Trash-Päckchen bekommen, das sind so zwei Phasen. Ich habe es allerdings tatsächlich schon eine ganze Woche benutzt. Muss sagen, dass ich, es ist okay, aber es ist nicht so Bombe wie zum Beispiel Rivaleloup oder sowas, ja. Aber ich habe ja noch einiges vor mir und kann euch dann das Endresultat in einem Aufgebraucht-Video dann zeigen, sagen. So, dann habe ich hier von Darf, habe ich hier die Limited Edition Wintercare. Und was soll ich sagen, ich muss mich definitiv wieder damit eindecken, weil der Duft ist einfach so toll. Der ist mit Jasmin und Puderduft. Puder! Das riecht so toll und es hält genauso wie das, das originale Blaue, hält das genauso schön lange den Schweiß weg. Finde ich super. So, dann in einem Trash-Päckchen hatte ich das Langhaarmädchen Volumenpuder. Ist auch Volumenpuder, ne? Power Grip. Ja, ich tue mir das immer ganz gerne hier oben. Ich kann euch das mal so ein bisschen zeigen. Ich tue mir das immer ganz gerne hier zum Beispiel so ein bisschen hin. Ihr seht den weißen Schleier. Dann ein bisschen so machen. Und dann habt ihr so ein bisschen mehr Griffigkeit in euren Haaren. Also für Locken finde ich das ganz cool. Ja, es läuft, ne? So, jetzt tun wir das mal wieder weg. Und ich habe nämlich noch eine Tüte. So, dann habe ich auch heute schon verwendet von Schwarzkopf Gatubi. Gatubi mag ich auch gerne wegen Duft und so. Ja, und die Sachen sind auch gut, ne? Die meisten zumindest. Das ist das No-Filter-Haarspray. Das ist halt wirklich so schön, dass man es kaum merkt, ne? Also es ist, ich mag sowas, so, so Haarsprays, wenn ihr das reintut, dass die Haare sich noch nach Haaren anfühlen und nicht wie Pappe. Ne? Und das macht das. Das ist gut. Dann habe ich hier von Botanicals habe ich hier etwas, und zwar Shampoo und Spülung habe ich letztens noch mal im Trash-Päckchen bekommen oder in Zuschauerpost. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ist auf jeden Fall für widerspenstiges Haar. Ja, so schaut das aus. Ich mag ja gerne den Pumpspender hier. Das hier ist auch nicht mehr ganz so voll. Das ist jetzt nur noch bis da. Seht ihr das? Wartet mal, bis hierhin voll. Und das da ist schon fast am Abrecken, sage ich mal, ja, also wirklich Spülungsbalsam in so einer Tube und Shampoo in der, finde ich schade eigentlich, dass das da nicht auch in sowas kommt, weil das hier hat 400 Milliliter, das 200 und natürlich verbraucht man das schnell, oh, ich hasse sowas, naja, ich finde mega gut, aber der Duft, das ist wirklich so ein Abgewöhnduft, so ein After-Age Schoko-Minz-Duft,
Finde ich um ehrlich gesagt nicht so toll, aber die Pflegewirkung, die hat mich einfach überzeugt und deswegen benutze ich es zu Ende. Aber es sind ja auch nicht mehr ganz so viele Male, ne? Also finde ich gut. Aber ne, Botanicals habe ich noch was, was ich richtig gut finde. Das war auch in Trash-Päckchen, meine ich zumindest, und zwar mit Lavendel. Wenn das Haarshampoo mit Lavendel geben würde, dann wäre das voll meins. Ja, und zwar ist es die Kopfhaut-Pflegelotion. So. Und ich hatte vor, da habe ich mir die Haare gerade geschnitten, da hat meine Freundin und Friseurin, das ist dies halt beides, die hat dann halt so zu mir gesagt, boah Jenny, du hast eine knallrote Kopfhaut hinten. Ich so, ja, ich kratze mich jetzt im Moment auch immer, ne? Und dann meinte die so, voll empfindlich und so, du musst, ja, was hat sie gesagt? Vielleicht hast du ja Schuppen, hat sie gesagt. Ne? Ich so, ja, guck doch mal. Und hat sie gesagt, nee, hast du nicht. Ja, und im Endeffekt haben wir gar nicht mehr drüber gesprochen. Und dann auf einmal kam, ich glaube 2 Tage später, kam diese Pflegelotion, ja, ins Haus geflattert. Und dann habe ich mir halt, bevor ich meine Haare gewaschen habe, habe ich halt wirklich, ich habe mir das komplett auf den Kopf gegossen und habe mir die Kopfhaut massiert. Und das hat so gelindert. Und ab und zu kratze ich mich jetzt, weil ich so, ich finde so generell, müsste man so drauf achten, wie oft man sich eigentlich den Kopf kratzt. Also das, da habe ich letztens mit einer Kollegin drüber gesprochen, weil sie macht das halt auch, sie hat auch Locken. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das ja an Locken oder so, ne? Und ja, einfach trockene Kopfhaut, whatever, ne? Gerade im Winter halt auch. Und das war wirklich richtig gut. Also seitdem kratze ich mich nicht mehr. Zumindest nicht so, dass ich es merke. Fand ich richtig gut. Dann habe ich hier Body Mousse. Das ist halt ein, ja, eine Lotion, ein Tiefenpflegeserum mit Shea-Butter für trockene Haut. Hat natürlich den totalen Nivea-Geruch, ne? Sehr schöner Duft. Und ich sag mal, von der Handhabung fehlt mir da tatsächlich dieser große Schaum, weil da kommt nicht viel raus, ja. Aber wenn ihr das dann, das könnt ihr, das reicht für eure kompletten Beine, weil das mega reichhaltig ist. Also guckt euch das mal an. Also, und vom Duft her, ne, also mega. Ja, und das benutze ich halt im Moment auch sehr gerne zum Eincremen, weil ich hatte halt die Tage immer so Proben, die ich halt aufgebraucht habe. Und dann habe ich mir jetzt die hier rausgenommen zu meinen ganzen Rituals. Ich muss mal echt ein bisschen aufbrauchen, aber ich benutze es auch. Ja, aber es ist eine sehr schöne pflegende Lotion, die halt ein bisschen was anderes ist. Aber die zieht nicht ganz so schnell ein. Da zieht, steht ja drauf, zieht schnell ein. Genau, Lotion zieht schnell ein. Also ich weiß nicht, was ist schnell. Also für mich würde ich sagen, so 30 Sekunden wäre für mich schnell. Ich habe immer noch diesen ganz fettigen Film in den Fingern, was ich auch gut finde, weil ich creme mich gerne abends ein und dann kann das so richtig schön einziehen und dann mache ich einen Schlafanzug oder ich habe ja keinen Schlafanzug mehr, ne? Aber halt die Schlafklamotten an und dann kann das schön wirken. Aber so in Jeans fände ich das morgens jetzt nicht so cool, wenn ich vor lange brauchen würde, bis es einzieht, weil ich habe immer noch, es ist halt schön pflegend. So, unter der Dusche steht im Moment von der Monika, habe ich das zugeschickt bekommen. Diese This Is It, das ist halt eine Keratin-Haarmaske. Ich meine, sowas bei Action gesehen zu haben. Also diese Aufmachung von irgendwelchen Sachen. Da habe ich jetzt auch schon, ich sag mal, 2/3 von leer. Ja, finde ich gut. Ist jetzt wirklich, ich sag mal, ach, meine Nase, sorry. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen müsste, es ist die Maske. Aber ich weiß nicht, wenn die wirklich von Action ist, dann kostet die wahrscheinlich auch nur 1,50 oder so. Und dafür ist sie dann natürlich Preis-Leistung mega gut. So, nochmal etwas von Nivea. War auch in einem Trash-Päckchen drin. Es ist ein bisschen nass. Das ist Vital. Also schon was für ältere Häutchen eigentlich, würde ich sagen. Also reife Haut steht hier. Verwöhnende Reinigungsmilch. Spendet Feuchtigkeit und reinigt sanft. So, und das tue ich mir. Mache ich jeden Morgen. Habe ich auch eben verwendet. Gebe ich mir immer einfach, ich mache das mit den Händen, gebe ich mir das auf den Händen, verreibe das im Gesicht und dann nehme ich es einfach nach ein paar Sekunden mit warmem Wasser runter. Ja, kann man auch mit einem feuchten Tuch oder sowas machen, aber das reicht mir vollkommen. Ist schön pflegend, der Duft ist halt Nivea. Ja, werde ich mir danach, denke ich, weiß ich nicht, nicht kaufen. Aber so als zum Ausprobieren super. So, dann habe ich hier von The Body Shop, habe ich mir nochmal rausgesucht, weil ich war ja Anfang des Jahres, war ich mit meinem Freund und 2 anderen Freunden war ich in Amsterdam und da habe ich mir dieses hier in im The Body Shop mitgenommen. Ich glaube
4 Euro, 3 Euro haben die im Sale gekostet. Da habe ich mir direkt 4 Stück gekauft. Eins ist schon leer. Das hier, seht ihr ja, ne, das ist auch bald weg. Und dann habe ich noch 2. Aber ich wollte einfach unbedingt nochmal sowas hier benutzen, damit ne, es leer geht. Und das hier ist halt mit Cocoa-Butter. Und das ist überhaupt nicht dieses typische Kakao, weil ich habe erst gedacht, das wäre dieses typische Kakaomäßige. Aber das riecht wirklich sehr zart, sogar leicht fruchtig und cremig. Also ist eine schöne Kombination und das pflegt halt wirklich sehr schön. Deswegen ja, ist es auch schon wieder fast leer. So, dann unter der Dusche steht gerade noch aktuell mein Rituals Fortune Öl mit Sweet Orange and Cedarwood. Ich glaube, das war auch mal in einem Trash-Päckchen, benutze ich halt wirklich sehr schön, sehr gerne, ist nämlich ein Caring Shower-Öl. Ja, ist jetzt nicht so, dass es mega aufschäumt, aber das machen Duschöle ja generell nicht. Es ist einfach nur schön pflegend und der Duft ist natürlich mit dieser Orange und diesen Cedarwood ist natürlich schon schön besonders. Ich habe letztens gesagt, mein Freund, der kann es mitbenutzen, dann hat er es einmal benutzt und meinte, nee, es sei ihm zu zittrig, würde ihm stören. Ich soll das mal weiter benutzen und ich benutze es auch gerne. Ich habe es gut gemeint, weil Öl ist natürlich auch schön für als Pflege, gerade jetzt im Winter. Und dachte mir, ich mache mir das jetzt auch leer. Ja, und das ist wirklich ein sehr schönes Produkt, aber ich bin sowieso ein Rituals-Fan. So, dann habe ich hier mir rausgesucht für meine Gesichtscremes. Ich benutze im Moment immer so kleine Tuben, die dann schnell leer gehen. Da habe ich jetzt mir rausgesucht, habe ich auch ein Trash-Päckchen gehabt von Kiehl's, die Ultra Face Cream, heißt sie so? Ultra Facial Cream. Und da sind 7 Milliliter drin und so schaut das aus. Ist eine relativ balsamartige Creme, was ich liebe. Ich mag das total gerne, wenn das so balsamartig ist, weil dann, oh, die fühlt sich wirklich, man merkt direkt, wie die Haut aufgeplustert und voller Feuchtigkeit ist. Ja, bin ich sehr begeistert von. Aber teuer. So, und was ich auch richtig cool finde, und die ist jetzt, hat lange auf meinem Schreibtisch, auf meinem Schminktisch hier abgehangen, ja, und habe die irgendwie voll immer vergessen und habe ich sie mir jetzt ins Badezimmer gelegt, damit ich sie verwende, weil die ist nämlich nur noch bis Juni 2019 haltbar, aber das werde ich definitiv schaffen, gehe ich mal ganz stark von aus. Und zwar ist das die La Vera Illuminating Eye Cream. Eigentlich benutze ich ja im Moment die koreanische, diese Mega-Tube, aber diese hier ist, weil ich habe mir gedacht, weil die halt nicht mehr lange haltbar ist und 6 Monate, denke ich, könnte, wenn ich da ein bisschen, ne, 15 Milliliter, das kriege ich bestimmt hin. Und Leute, ich zeige euch das mal, die ist mega. Ich habe die damals gesehen bei der Jamina 1304. Ja, ich krieg's jetzt wieder drauf. Also eine Zuschauerin, die sagt mir, du machst mich wahnsinnig. Ja, hi. Ich weiß, ich habe es mit Zahlen nicht so. Auf jeden Fall hat sie gezeigt und habe in ihrem Video auch, obwohl die so eine mega geile Qualität hat, habe ich wirklich diesen Effekt gar nicht gesehen. Habe sie mir dann aber trotzdem gekauft, weil ich davon dann doch viel gehört habe bei YouTube. Und dann irgendwann habe ich sie liegen gehabt. Und dann letztens habe ich sie drauf gehabt, habe ihr einfach komplett auch auf den Mund und so. Und ich habe dann irgendwann, ich sag mal eine halbe Stunde später, habe ich noch mal im Spiegel geguckt. Ich so, was ist das denn? Und ich habe voll gestrahlt, überall. So, und guckt mal, also das ist wirklich, wenn ihr das dann so verteilt unterm Auge, das hält euer Auge richtig auf und lässt das so richtig schön glowen. So, und wenn ihr das jetzt einwirken lasst, ja, dann, man sieht es ja auch schon von Weitem, im Gegensatz zu hier, ne, ihr habt so einen Strahleeffekt, ne, und ich trage es halt im Moment ständig und es ist, ich finde es richtig, richtig gut. Also das wäre so eine Augencreme, wo ich jetzt mit meinen fast, also nee, ich sag mal 34, bin ja eher 34 als 35, wo ich wirklich sagen würde, das ist was für mich. Ja, da habe ich was Schönes gefunden. Ja, und das war es auch wieder mit meinen gekauft und getestet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Ciao.